Wiesbadener Sinti berichten über ihre Verfolgung im Nationalsozialismus. Robert Ebender im Gespräch mit Josef Behringer, Mai 2001. Geboren 15. Mai 1927 in Hitzkirchen. Bis 1942 wohnhaft in Wiesbaden-Biebrich. 9. Mai 1944 verhaftet in Kassel. 27. Mai 1944 Einlieferung ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. 3. August 1944 verbracht ins Konzentrationslager Buchenwald. 7. August 1944 Konzentrationslager Dora, anschließend Konzentrationslager Elrich. Nach Befreiung und Kriegsende. Robert Ebender lebt zuerst in Koblenz, später in Frankenberg. Im Juli 2003 verstirbt Robert Ebender. In Wiesbaden haben wir allein gewohnt, in so ehemalige Backsteinfabrik. Ich, mein Vater, mal unsere Familie. Das Alte hat er geschafft, nebendran hat er gearbeitet, hier haben wir gewohnt, so Backsteinfabrik, nebendran hat er geschafft, da ist der Standort Lazarett gebaut worden von Wiesbaden, wo jetzt die Amerikaner drin sind, die haben auch das Lazarett noch übernommen, nur ausgebaut. Da haben wir gewohnt, war schön, allein. Alte hat geschafft, mein Vater, gell? Sein Bruder hat in Dotzheim gewohnt, der war auch allein gewohnt. Auf einmal kamen sie und haben uns aufgeladen und haben uns nach Biebrich in so Baracke, das waren so viertische Baracke, groß. Da haben wir uns alle hingeschafft. Mein Bruder, mein Vater, sein Bruder und die anderen, was so in Wiesbaden waren, da haben wir in Biebrich gewohnt. Das war unheimlich, gell? Viele Menschen. Ach du Gott, Wasser haben sie draus holen müssen an die Ecke, so vier Ecke waren da, da haben sie einen Wasserkran, gell? Und da haben die Kinder den ganzen Tag dran rumgespielt, ich kann nicht denken, was so für Zustände da waren in den Baracken. Und so haben wir noch Jenisch aber da gewohnt, Mr. Dori. Und dann noch anderen, also richtige Deutsche, die Reichsdeutsche, da hat alles, aber alles Menschen, wo sie alles abschieben wollten nach richtigen Lager, gell? In Biebrich hat das besser gefallen, da war aber hat mir als Kind besser gefallen, weil viele Kameraden waren zum Spielen, unser Gleiche. Ne? Da hat keiner auf den anderen gesagt, du sagst so frech, du verdammte Zigeuner nicht. Das waren ja Lütte und Zigeuner und alles durcheinander. Da hat mir es besser gefallen. Das Wasser war nicht weit rein, hat mich in den Schwimmer gegeben im Sommer, gell? Die Wiesbaden jetzt Zigeuner, die haben sich auch schon das immer getroffen. Einmal bei dem, da haben sie Boote gespielt, was mit den Steine schmeißen, so. Da haben die Frau aber sich Kaffee in den Kuchen gegessen, so, ne? Und die Männer haben sich ein paar Bier getrunken, und die haben, wer verliert, muss zahlen. Und unsere ganzen Leute waren fast alle in der Hilfsschule. Und ich war mit zwei, wir waren drei Mann. Wir waren in der Volksschule. Und die waren aber alle in eine Schule gewesen, gell? Das war schon, ich habe immer gesagt, der gehört auch in die Hilfsschule, wo der Lehrer gesagt, der Robert nicht. Der lernt ja und macht das Zeug ordentlich und der bleibt beim Schönen in der Volksschule. Ne? Ja, auch Freunde hatten wir, ich kann sagen, ich hatte in der Schule keine Malaste mit dem, Jungs so, gell? Gar nicht. War mal ab und zu einer dabei, aber das war halt so wild. Da war es in Biebrich schon schlimmer, wo ich dann hinkam, in Biebrich. Wiesbaden-Biebrich, das ist ja auch, waren wir in die Goetheschule. Da war mein Bruder auch schon in die Schule gegangen. Da sind wir schon mehr belästigt worden. Auf die Straße schon, allein wenn wir in die Schule kamen, waren wir damals mit 20, 30 Mann ankamen. In Wiesbaden war ich schon allein, gell? Und Biebrich, da waren wir mit 20, 30 Mann, da haben wir viel Sinti gewohnt, in der Baracke haben wir so gewohnt, gell? Und dann in die Schule sind, aber sonst immer. Haben sie immer Lieder auf uns gesungen. Schabo, die Mulo hat das Kind gefressen ohne Senft. Ja, und da haben wir uns immer gewehrt mit denen, ne? War doch klar. Aber die Lehrer, die kann man sagen, die waren damals in Biebrich, die waren in Ordnung. Die haben uns immer geholfen gegen denen. Ich habe immer gesagt, das sind ihr Kinder, zusammen in die Schule. Und Robert spielt auch noch mit euch Fußball. Das war ja auch missbarisch und so. Ich habe mit denen Fußball gespielt und so, gell? Also ich will den angeben, ich war ein bisschen ein guter Sportler. Als Kind schon. Und da hatte ich schon immer ein bisschen mehr Chancen gehabt, dass nicht so böse war auf mich.
Ich kam aus der Schule raus, da kam ich dann schon beim Bauer, habe ich beim Bauer geschafft. Und auch nur Geld, ja, ich habe gerade Geld gekriegt. Da habe ich lang geschafft. Da habe ich schon, nur vom Bauer habe ich manchmal 2 Mark mit. Hat er mir so geschenkt, das war von ihm aus. Und da bin ich auch verhaftet worden, gell, auf dem Hof. Da habe ich geackert. Dann kam Frau Wietheve an mit einem Schiff. Ja, das erst soll mal heimkommen. Da habe ich die Pferde ausgespannt, gell, bin heimgekommen, in den Stall gestellt. Da habe ich gesagt, du kommst bei einer Sondereinheit. Ich war damals schon gemustert worden zur Wehrmacht. Da war ich 16 Jahre alt. Und da haben sie mich gemustert, gell, und war so, kam aber nicht mehr zum Militär, gell. Dann kam ich da nach Kassel, habe ich mich verhaftet. Unterwegs in dem Auto schon, habe ich mir Zigarette angesteckt. Ich habe gesagt, ich gehe zu einer Sondereinheit. Ich habe auch gedacht, ich gehe bei einer Einheit, gell. Also, ich habe mich im Auto rein und fahren fort. Ich stecke mir eine Zigarette an, nach vorne sitzt mit einer hin und einer gefahren. Und wie ich da rauf, geht der eine hin, schlägt mir von hinten ins Gesicht. So, sagt er, verdammt, der Kleine, du raus auch noch hier drin. Und da habe ich gewusst, was los war. Da habe ich mich gedacht, jetzt habe ich sie schon erwischt, gell. Da sind Waggons zusammengesetzt worden, Richtung Auschwitz. Da waren auch Jude bei mir, da drinnen. Mit mir gerade eine Weile hin. Aber da hat sich so gar mit den Leuten nicht abgegeben. Da haben wir noch Bombenangriff mitgemacht in Kassel, im Knast. Da durfte man nicht raus. Die anderen sind in den Keller gegangen, wir waren in der Zelle drin. Da hatten wir Angst. Da kann ich mir vorstellen, wie Kassel gebrannt hat, gell. Da war das gerade, wo der schwere Bombenangriff war. Da waren jetzt 2 oder 3, aber einen hab ich noch mitgemacht. Ja. Ich hatte einen schönen Anzug an, wie ich damals mitgegangen bin. Da habe ich immer drauf aufgepasst. Das war mein einziger schöner Anzug, wo ich hatte. Aber nach 14 Tagen Transport habe ich auf den Anzug nichts mehr gegeben. Erst immer aufgepasst. Nachher machen wir alles. Mir waren die ersten 4 Tage noch alles egal. Da habe ich genau gewusst, dass das gar nie gut ausgehen, wo ich hinkomme. Gell? Man hat immer was gewusst vom Lager. Da habe ich gedacht, jetzt kommst du in so ein Lager. Dann sind wir in Auschwitz ausgeladen worden, 3 sind die. So ein junger Kerl, ein älterer und ich. Wir waren 2 Junge und ein älterer. Der war von Bayern. Wo der Junge war, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben dann noch gestanden am Auschwitz, am Haupteingang von Auschwitz haben wir nebeneinander gestanden. Da hatte ich noch mir so ein halbes Zigarett angesteckt. Ich war ja nicht los, hab ja nicht gedacht. Ich hab gedacht, das wäre Erholung sein wahrscheinlich. Ich war wirklich verreckt. Ich hatte mir Zigarette an, den Kippendorf, warte. Weil man macht neben mir da einer so, ich mach auch so, geht der Kolbe am Kopf vorbei. Was für Rauchsache, ich dachte mich klein, wollte mich umbringen vor dem Portal, also vor dem Eingang. Aber der konnte es nicht richtig durchschlagen, weil die ganzen Offizieren da gestanden haben. Also mich brechen und schnaubt, du verdammtes Schwein. Ich hab doch nicht gewusst, dass man da nicht rauchen darf, gell? Und dann sind wir zu dritt gelaufen nach Auschwitz, nach Birkenau. Dann sind wir gelaufen. Da kamen wir da hin. Da waren wir erst noch zu Hause am Eingang, aber die Laude sind hier gestanden. Und haben geguckt, wer da ankommt, gell, ob es einer von ihnen ist. Und da habe ich meinen Bruder gesehen, meine Tante, habe da noch gestanden. Ah, Zweigli, kriegst du, wo kommst du näher? Jetzt hast du gleich fortgejagt. Da kam in so einen Raum. Da hat er gesagt, so, zieht euch mal aus. Ein junges Mädchen, wie so ein Schreibhult. Hat er gesagt, aussehen. Dann habe ich den angeguckt, habe gelacht. Hat das Mädchen gesagt, zieht euch aus. Wenn der das sieht, macht, hat schon, der Knüppel schon in den Hand, so ein Ochsenteam hat er gehabt, so ein großer Kerl. Dann der schlägt euch, dass der freckt. Macht euch nackig, ihr müsst euch aussehen. Habe ich gesagt, lieb Mädchen, sagte, ich habe schon so viel gesehen. Und eure Sache kommt hier gar nicht mehr an. Ihr müsst Hirn zur Seite verloren. Hat er gesagt, eure Ehre durch euch jetzt hier nehmen. Ausziehen, da muss man es ausziehen. Da sind wir dann von den Mädchen immer tätowiert worden. Und dann da raus haben wir es angezogen, kam ein Nebenraum, da sind wir abgespritzt worden mit so weißes Zeug, das hat gebrennt wie Feuer. Ja, dann kam ich in den Block. Ich kam in den Quarantäneblock und die anderen 2 auch. Wir kamen in die Quarantäne erst nochmal, eben in die anderen Blocks verlegt worden sind, aber erst nach 14 Tagen. Ja. Und morgens früh, das war ein Nebel in dem Auto, in dem wir genau, Kerl. Und dann die oben, es haben doch Tag und Nacht gebrannt. Es hat gestunken. Da habe ich erst richtig gemerkt, was da richtig gespielt worden ist. Ich habe davor
nie gedacht, dass sowas überhaupt existiert, dass sowas überhaupt gibt, dass ein Mensch so, ein anderer Mensch so umbringt, einfach totschlägt, um die Kinder angewendet vielleicht. Wir haben das gewusst, wir haben das, das habe ich schon nicht gesehen. Gell? Ich war nur im Wald nachgeschafft, bei dem Bauer, wo ich war, im Acker. Aber sowas, wenn mir das einer erzählt hätte, hätte ich gesagt, sowas kann ein Mensch nie machen, was man da gesehen hat. Wie ich nach Auschwitz kam, da hat nur noch ein Bruder von mir gelebt, der Siegfried. Und alle anderen waren tot, meine ganze Verwandtschaft, die meisten waren da alle tot. In Auschwitz verstarben von der Familie Ebender Mutter Franziska Ebender, Bruder Siegfried Ebender, Bruder Alfred Ebender, Bruder Adolf Ebender, Bruder Horst Ebender. Das Schlimmste war, wie ich von Auschwitz weg musste, musste mein Bruder zurücklassen. War noch kerngesund. War nicht krank und gar nichts. Nur, dass er ein bisschen ganz so schmal war. Da war er nie dick. Den musste ich zurücklassen. Ich kam fort und der ist da geblieben. Und dann kam er auf Transport. Dann kam ich nach Buchenwald. Und da war ich aber nicht lang. Da haben wir im Zelt geschlafen. Da hatte sie gar kein Platz mehr für uns gehabt, weil von überall kamen Leute hin. Und da kam ich nach Nordhausen, Dora, das Lager Elrich. Da war ich in Dora eine Zeit lang, dann kam ich nach Elrich. Und dann kam ich, ach hey, da war es ja stimmt in Elrich. Junge, 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 Junge. Das furchtbar war da. Da wurde Menschen angefressen und alles in dem Lager in Elrich. Das war, oh je, das war wirklich allein. Und schwer arbeiten muss man da. Erst haben wir mit 4 Mann ein Leibbrot gekriegt, nachher haben wir ein Leibbrot gekriegt, jeder ein Stück, waren 10 Mann Leibbrot, so Scheibschange nur gekriegt. Unter der Erde. Keine Luft kriegt er ohne, gell? Der Staub, dem gefiel meistens jetzt ist. Der hatte Maske an und wir Häftlinge nicht. Das ist wahrscheinlich heute die Krankheit, wo ich schon angemacht habe. Die Lunge ist alles kaputt, gell? In Elrich habe ich auch nie dran gedacht, dass ich nochmal an die Freiheit komme. Nie. Da waren Menschen angefressen, liebe Leute, wenn ich so dran denke, was da los war. Das ganze Lager wollte sie umbringen. Ja. Da hat man schon was mitgemacht, gell? Dann kam er auf Transport, wieder auf Transport. Da war es auch nicht groß los. Da waren wir 8 Tage unterwegs in den Waggons. Da war was los. Da sind wir noch beschossen worden von den Amerikanern. Da waren noch übel tot in den Waggons gelegen. Alles abgeschlossen. Das SS war abgehauen und wir waren in den Waggons. Bis das wieder rum war. Die haben gesagt, das wäre ein Militärtransport. Und da waren die ganzen Waggons, die waren durchlöchert, übel tot, die waren bei uns verschmiert mit Blut. Waren wir in die Schreierei dort drin. Ach, das kann sich gar nicht vorstellen, was da los war. Ja, und so sind wir dann gelandet in Oranienburg. Da haben sie im Waggon, haben sie gesagt, aussteigen, aufgemacht, aussteigen. Konnte keiner mehr raus, konnte keiner mehr laufen. Bei uns im Waggon konnte keiner mehr laufen. Da waren die Hälfte tot und die Hälfte waren die Verletzten. Ich hatte Krieger, wie es gerappelt hat, ich habe mich auf die Erde geschmissen, die anderen haben auch auf mir gelegen. Ich war nur voll mit Blut. Gell? Ja, und da kam dann noch, wie lange war ich dann in Oranienburg? Vielleicht noch 8 Tage. Da haben wir einen Schlag gegeben, habe ich gehört. Was ich dann da los hat, einer gesagt, ey, die Russen sind da, wir sind befreit. Das könnt ihr vorstellen. Ich konnte kaum laufen, aber da bin ich aufgestehen und bin mal rausgelaufen. Da habe ich nur noch gesehen, die Russen und die Häftlinge haben sich alle unter Arm gehabt. Und vor Freude haben sich alle geweint. Gell? Die Russen haben geweint, die Soldaten, und wir haben auch alle geweint, vor Freude. Und da bin ich langsam Richtung Westen marschiert. Da habe ich mir ein paar Ballonrad geholt. Da bin ich langsam abgefahren, hatte noch einen Rucksack voll Lebensmittel gehabt. Ich konnte nicht aufsteigen, so normal. Ich musste mir immer was suchen, wo hoch war. Da bin ich auch drunter, der Sattel, und dann bin ich ab. War zu schwach, ich konnte die Bahn nicht mehr bewegen, richtig stellen. Ja, und dann bin ich Richtung Magdeburg marschiert. Da musste man warten, bis wir über die Brücke kamen. Ja, das war ein Zirkus. Da kam so eine russische Frau als Soldat, hat gesagt, gib mir eine Maschine. 5 Minuten zurück, ich war da heute noch drauf, auf dem Fahrrad. Die waren in den Fahrrädern her, wie ich in der 600 Mercedes. Ja, da sind wir rüber über die Brücke, da haben uns die Engländer da drüber empfangen.
Ja, die waren ja dann in Ordnung. Da mussten wir erstmal registriert worden. Da mussten wir alles angeben, was man erlebt hat. Eidesstattliche Erklärung war das alles. Und Dulden von der Beigeld und alles gemacht worden. Da war ich auch, da war ich lang. Da war ich mindestens fünf Monate bald. Ich hatte nämlich nachher eine Magenblutung gehabt. Das ist nicht weggegangen. Da muss ich doch bleiben. Immer. Da habe ich wieder abgenommen in den Abreißkalender dort drin. Da habe ich nur Milchbrei gekriegt, ohne Zucker, ohne Milch und lauter so langsam habe ich mich dann hochgepäppelt. Gell? Und so wäre ich gestorben. Ich habe jeden Tag mehr abgenommen. Ach du lieber Gott. Ich wollte nach Wiesbaden, kam aber gar nicht. Ne? Bin in Münster in Wiesbaden gelandet. Auch noch andere. Und da waren wieder die Amerikaner. Da habe ich mal einen Dolmetscher mit denen geredet, bin ich da hingegangen. Damals so, ich hatte einen Schein gehabt von der Russen, so groß, viersprachig, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch, glaube ich. Ja, da hat drauf gestanden, dass mir immer einer, wenn man hinkommt, dass einem helfen müsse, gell. Ja, und die haben gesagt, okay, wo wollen Sie dann hin? Da habe ich gesagt, ich wäre gern nach Koblenz. Koblenz ist der nächste Weg von hier und so wird gemacht. Wie will ich mal? So ein Jeep geholt, so ein Sack voll Zeug haben sie mir noch mitgegeben. Ach, was da drin war, das war wie Weihnachten. Der Zeit. Habe ich bei denen im Auto, zwei Mann, und da habe ich mich von Münster gefahren bis nach Koblenz bei meiner Tante. Die waren noch draußen, gell? Und die anderen kamen ja auch, alle später erst, die anderen Leute, die noch übrig waren, kamen alle nach Koblenz, da haben uns alle getroffen immer. Ich war ja wie ein Idiot, deutsch gesagt, wie ich rauskam. Ich habe manchmal abends geschrien, bin fortgelaufen aus dem Wohnwagen, lauter so Zeug hatte ich an mir gehabt. Robert Ebender lebt nach 1945 zuerst wieder in Wiesbaden. 1950, fünf Jahre nach Kriegsende, stellt er seinen Antrag auf Entschädigung bei der zuständigen Behörde in Wiesbaden. Das Bundesentschädigungsgesetz bot die Möglichkeit einer materiellen Wiedergutmachung für erlittene Verfolgungen während der NS-Zeit. Voraussetzung für eine Entschädigung war, dass man als Verfolgte oder Verfolgter des Nationalsozialismus anerkannt wurde. Entschädigungsgründe waren Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, beruflichem und wirtschaftlichem Fortkommen. 1950 meldet Robert Ebender nur einen Schaden an Freiheit an, nicht aber einen Schaden an Körper und Gesundheit. 1951 wird sein Antrag abgelehnt. Er sei nicht aus rassischen Gründen inhaftiert gewesen, sondern als arbeitsscheu und asozial. Robert Ebender wehrt sich und widerspricht. Wir haben ja damals vom Roten Kreuz hier von Arolsen einen Schein geschickt, ich wäre arbeitsscheu ins KZ gekommen. Dann muss man überlegen, was eine Frechheit das war. Das war das Original, eine Frechheit. Das hatte die Akte hatten sie doch alle gehabt, gell? Ich musste von Wiesbaden bis hier nach auf dem Dorf fahren, bei den Leuten, die war gut, dass sie noch gelebt haben. Und da haben wir dann eidesstattliche Erklärung alle abgestimmt worden mit dem Bürgermeister. Da war der Ortsbauernführer, der hat damals als Bauernführer gegeben. Und der Polizist, der Bauer selbst, da ich doch geschafft habe. Das haben die mir nicht geglaubt. Robert Ebender war vom 7. September 1943 bis 9. Mai 1944 bei mir als landwirtschaftlicher Gehilfe in Stellung. Er verdiente monatlich 32 Mark und Kost und Logis. Er war ein ordentlicher und fleißiger junger Mann. 1954 wird der Ablehnungsbescheid aufgehoben und Robert Ebender eine einmalige Geldentschädigung zuerkannt für die Haftdauer von 11 Monaten in den Konzentrationslagern Auschwitz und Birkenau. Erst 1983, fast 40 Jahre nach Kriegsende, unternimmt Robert Ebender einen erneuten Versuch, Entschädigung zu bekommen. Er teilt der Entschädigungsbehörde mit, dass er chronisch krank sei, eine Folge seiner Inhaftierung in den Konzentrations- und Arbeitslagern. Sein Versuch scheitert erneut. Die Antragsfrist für einen Schaden an Gesundheit ist mittlerweile seit 1967 abgelaufen. Kein Überlebender des Völkermords kann nach diesem Datum noch einen Antrag auf Rente nach dem Bundesentschädigungsgesetz stellen.
selbst wenn reale Ansprüche durch verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden vorhanden sind. Erst ab 1992 erhält Robert Ebender, aus dem seit November 1991 von der hessischen Landesregierung neu eingerichteten hessischen Härtefonds, eine laufende finanzielle Beihilfe. Eine Beihilfe wegen verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden, die ein medizinischer Gutachter nun endlich feststellt. Robert Ebender hatte den hessischen Landesverband der Sinti und Roma bevollmächtigt, seine Interessen zu vertreten. Gerade an der Sache des Herrn Ebender wird deutlich, dass durch die verschiedenen Regelungen, Stichtagsregelungen, Fristenregelungen des BEG viele Personen von gesetzlichen Entschädigungsleistungen ausgeschlossen waren. Am 25. Juli 2003 verstirbt Robert Ebender, 76-jährig, in Frankenberg an der Eder.